Die Ausstellung zeigt ganz viele Triptychen. Das sind dreiteilige großformatige Bilder. Die haben mich seit langem schon immer wieder fasziniert. Ich muss allerdings zugeben, das erste Triptychon, das hängt da hinten irgendwo bei uns im Flur, das ist dadurch entstanden, dass ich in einem großen Atelier gearbeitet habe und zu einer Ausstellung das Bild nicht bewegen konnte, weil es zu groß war. Ich hatte keine Transportmöglichkeiten, da habe ich das durchgesägt in drei Teile. Und das war das erste Triptychon. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht über kunstgeschichtliche Bedeutung von Triptychen. Die sind ja, Blütezeit war 15., 17. Jahrhundert. Ja, und dann hat man das vergessen und heute in der modernen Kunst ist es wieder angesagt. Allerdings nicht mit diesem religiösen Hintergrund, Mittelteil und die beiden Nebenteile, die den Mittelteil unterstützen, wo das Wesentliche passiert. Ich halte mich trotzdem an diese alte Bedeutung doch oft. Und seitdem habe ich viele Triptychen geschaffen und im Kunsthaus zeige ich sechs große Triptychen bis jetzt. Ich stelle aber immer wieder nochmal um. Es ist natürlich, das sind 24 einzelne Bildtafeln, aber es sind ja dann nur acht Bilder oder sechs vielleicht. Und das fand ich ein bisschen wenig. Man kommt da durch und guckt sich das Riesending an und dann geht man einmal rum, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, das war's. Und dann hat mir Herr Roschick aber gesagt, es gibt noch andere Ausstellungsflächen im Haus. Und ich habe unglaublich viele Arbeiten in Frankreich gemacht. Und die würde ich gerne zeigen. Also es sind wahrscheinlich sehr viele Arbeiten da zu sehen. Diese Triptychen, dann bestimmt 30 andere Arbeiten noch aus Frankreich.